Herzlich willkommen zur nächsten Disgaea 4 Episode. Ich bin Suivo für We Play Games for You. Und da oben ist einfach mal eine Kiste auf dem Ding. Holen wir die doch mal. Sind ja jetzt im zweiten Kapitel. Heilen wir uns erstmal, bevor ich das wieder vergesse. Falls wir es nicht schon getan hatten. Okay, das hatten wir schon gemacht. Sehr gut. Ja, wir sind jetzt im zweiten Kapitel. Das heißt, es sind auch wieder neue Kisten hier gespawnt. Deswegen gucken wir uns hier gerade erst einmal eine Runde um. Würde ich sagen. Ob hier noch mehr Kisten irgendwie sind. Oh, hier ist was. Okay. Imperial Seal. Ist hier noch irgendwo was? Scheint momentan nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur zwei Kisten sind. Hier ist noch eine. Drei sind schon plausibler. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Lappenshop. Sonst nix. Oben irgendwie noch. Nö. Dann wieder weg. So, hier rum, hier rum, hier rum. Okay. Dann gucken wir mal, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Okay, er sagte, um da hinzukommen zu diesem Rottenfield, müssen wir ein paar Tests erstmal schaffen. Er sagt, wenn das, wenn's das ist, was es braucht, um die Versprechen halten zu können, dann macht er es natürlich. Sollen uns aber beeilen, weil wir haben nicht viel Zeit. Und sie sagt ja, sie zeigt uns den Weg quasi. Okay. Kriegen hier wohl einen Tutorial-Kram zu den Geoblocks nochmal. Okay, sie fragt auch, ob er das ist, was er jetzt machen muss. Geoblocks, keine Sorge. Sagt, das ist kein Problem, wenn wir es dem richtig lösen. Okay, er sagt, wir sollen es Fenric überlassen. Er sagt, klar, machen wir. Okay, wir sollen also aufpassen, dass unsere, also die negativen Effekte für uns gelöscht werden. Okay, er fragt den Brinny, welcher den Gegner bufft von den Dingern, und der Brinny fragt, du fragst wirklich uns? Oh, oh, richtig, hier, der da. Ist also der Rote. Er sagt, das ist richtig, aber auch nicht richtig. Das ist halb richtig. Er sagt, alle Blöcke sind, die haben diesen Effekt auf dieser Map. Okay. Also das, die brauchen halt nicht diese bunten Teppiche, sondern auch wenn du nur auf den Dingern stehst, dann ist der Effekt auch schon da. Um es komplett wegzumachen, müssen wir alle Blöcke zerstören. Ja, der fragt auch wirklich alle zerstören, das klingt nach viel Arbeit. Okay, er sagt, na, keine Sorge, das ist nicht so schlimm, die Brinnies machen das schon. Der beschwert sich direkt. Das war nur ein Witz, sagt er. Okay, wir können einen Block durch simples Werfen zu einem anderen Block derselben Farbe zerstören. Er sagte, die Map ist wohl extra so strukturiert, dass man das halt wirklich sehr einfach machen kann. Wir sollen jetzt also einen Block direkt zu einem gleichfarbigen werfen. Okay. Machen wir das doch mal. So, dann heben wir den auf. Zack, zack. Werfen den einfach mal dahin. Okay, dann gehen die einfach alle weg. Das ist ja interessant. Cool, cool. Müssen ja jetzt alle weg sein eigentlich. Perfekt. Gut gelaufen. Das haben wir definitiv verstanden. So, Special. Das bringt uns hier nichts. Dann greifen wir mal so an. Du bleibst mal hier. Der Healer wirft dich nämlich mal eine Runde. Liften. Zack. Werfen. Zack. Und den Rest solltest du ja wohl selber schaffen. Okay, er kann nur dahin dackeln. Bisschen blöd, der Kerl, weil er so wenig laufen kann, irgendwie nur. So, was mit deinem Fire Special?
Kannst auch nur den angreifen, dann machen wir das zuerst mal. Executen. Der ist schon tot, okay. Boah, gut, der bringt uns ja nicht viel. Kann auch da drinnen bleiben, eigentlich machen wir unseren Zug mal zu Ende. Jetzt greifen sie unsere arme Zauberin an und töten sie sogar. Das ist ein bisschen uncool. Okay, er konnte. Gut, gut. Dann gucken wir mal, wie war denn dieser Special beim Impay? Okay, das ist also so. Das bringt uns also, wenn wir da hinmoven, müssten wir doch eigentlich Impalen können. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, du gehst mal weiter hier hin. So, machen wir das mal so. Zack. Oh, es hat gar nicht so viel Schaden gemacht, wenn ich ehrlich bin. Egal, die zwei Kleinen sind tot. Der überlebt noch, so wie es aussieht. Kontert auch nochmal. Kontert zurück. Oh, vielleicht kriegen wir ja irgendwie hin, dass ein Brinny oder sowas den tötet. Okay, du nett. Du könntest ihn unter Umständen schaffen. Gucken wir mal. Wohl nicht. Na, dann war's das hier. Endturn. Töte die Katze ruhig. Kein Problem. Die ist so blöd und greift sie noch an, damit sie dann wirklich noch gekontert wird und stirbt. Oh Mann. So, du kriegst jetzt Level. Beziehungsweise die EP dafür. Oder haben wir ein bisschen was bekommen. Cool, cool. Okay, wir können einen grünen Schleim produzieren, was auch immer das bedeuten mag. Gehen wir mal ins nächste Level. Na, ist jetzt der Guide ja fertig, das Tutorial, denke ich mal. Oh nein, er sagt schon wieder, wir müssen da schnell hinkommen. Was soll denn das jetzt? Wenn es weiterhin so lang dauert, dann läuft der Gefahr, das Versprechen zu brechen. Er sagt, er soll sich beruhigen. Gelassenheit ist der beste Weg, um damit klarzukommen. Fein, du hast recht. Er entschuldigt sich, damit er wieder Regeln erklärt. Wir sollen uns das angucken, weil die da hochgestapelt sind. Egal welche Kraft die Blöcke haben, du kannst keinen Stapel von Blöcken von derselben Farbe, egal ob die hochgestapelt sind oder aneinander stehen, kannst du nicht hochheben. Das ist die Regel, sagt er. So, um das also zu clearen, müssen wir alle angreifen oder einen mit derselben Farbe daneben werfen, damit alle weg sind. Sagt er auch, du lernst schnell. Und wenn ein Gegner halt runterfällt oder auch wir runterfallen von einem gestapelten Block, kriegt derjenige Schaden. Okay, sagt er, hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass das sowohl uns als auch dem Gegner schaden kann. Das war aber ja auch das, was ich vorher schon erwähnt hatte. So. Dann müssen die ja jetzt weg sein. Cool. Definitiv. So, mal gucken, ob du den Tod zaubern kannst, gutes Mädchen. Perfekt. Dann beenden wir damit unseren Zug, denke ich aber auch. Oder auch nett. Gut, dass wir es noch nett gemacht haben. Ne, das will ich gar nicht. Ich will den hier. So. Zack. Weg mit dir. Perfekt. Jetzt können wir unseren Zug beenden. Mehr wollte ich nicht. Windzauber, okay. Verrückt. Jetzt gehen wir mal mit der Heilerin hier vor und dann werfen wir wieder nach vorne, damit die zaubern kann. So, sieht gut aus. Fenric geht dahin und wirft dann auch den hier. Aber erstmal gehen wir mit dem hier noch auf den Weg. Den greifen wir nämlich wieder an. So, und der wirft die jetzt vor.
Der move da hoch und greift den auch an. Nochmal. Ich glaube, ich habe gerade den falschen angegriffen. Na doch, ist richtig. Machen wir das erstmal. Gucken, was dabei rauskommt. So, da ist ein Counter. Bitte wieder countern. Perfekt. Das war gut. Dann beenden wir den Zug mal eine Runde. Dann müssen wir nächste Runde erstmal heilen. Oh. Okay, der macht richtig Schaden. Special hier. Geht nicht. Muss er sich erstmal bewegen. Zack. Heilen. Zack. Machen wir das erstmal. Machen wir jetzt hier hoch und damagen. Mal gucken, ob der so hoch kommen kann. Der kommt nicht so hoch. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir eventuell den ein bisschen nach oben werfen. So, das sieht doch gut aus. Das geht aber so nicht. Kann man den da hochwerfen? Gucken, ob es dann hinkommt. Gut, das hat genau gereicht. Perfekt. Gucken wir mal, wie es läuft. Perfekt. Ja, das lief doch gut. Immer zwei Teile. Dann haben wir da eins geschafft. Wieder eine Practice-Stufe. Also eine Übungsstufe. Gucken wir mal, was uns hier... Oh, nee. Was erwartet uns denn hier? Okay, er sagt, das ist die letzte Herausforderung, bevor wir zu unserem Zielort können. Okay, er sagt, alles klar, ich habe noch genug Zeit, um es hinzuschaffen rechtzeitig. Er sagt, er will nicht gemein klingen oder blöd klingen, aber er will nochmal zeigen, was wir bisher durchgemacht haben. Er sagt auch, dass es nicht liftbar ist, wenn die halt nebeneinander sind, wenn es dieselbe Farbe sind. Ja, das, und er sagt halt, dass das Runterfallen Schaden macht. Das waren nochmal die wichtigen Regeln. Er sagt, das weiß ich doch. Okay. Können wir jetzt wohl starten? Gehen wir erstmal mit dem dahin. Zack, liften. Zack. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir die da mal. Zack. Und das andere dann auch nochmal. Gucken, wen nehmen wir dafür. Kann man die? Die läuft soweit, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Wenn dem so ist, ist es so. Können wir nämlich mit unserem Hauptcharakter Damage machen. Und so. Fenrir kann auch Damage machen. Den da. Okay, du kannst jetzt auch mal versuchen, Damage zu machen. Brinny kann sich mal daneben stellen. Okay, du kannst ja gar nicht hin. Gucken wir mal, was wir mit dir dann machen können. Okay. So treffen wir sie, alles klar. Machen wir das doch so. Die machen schon mal eine Combo, das ist gut. Sieht auch noch ordentlich Damage aus. Mit denen mache ich auch eine Combo. Auch ein bisschen Schaden gemacht wenigstens. Der macht sein Special. Okay. Oh, 5 Schaden macht er, okay. Oh, meine Katze hat richtig Damage gemacht. Oder hat ein Level-Up gehabt. Katze tot. So ein Scheiß. Jetzt greifen die an. Ist der deren Zug? Machen richtig Damage hier. Was geht denn ab hier? Scheiße, scheiße, ey. Der ist schon mal tot. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist heilen. Special Heal, zack. Okay, das geht gar nicht. Ich muss noch einen Meter nach vorne. So, zack, Special Heal, bap bap, zack, machen wir als erstes. So, das sieht gut aus. Jetzt gehen wir mal hier hin, machen mit dem den Special. Okay, das sieht gut aus. Machen wir das erstmal, bevor wir jetzt noch was anderes machen. Zack. Die sind beide tot, oder? Ne, die leben beide noch.
Auch nicht schlecht. Guck mal, ob der Prinny was reißen kann. Leider nicht. Warum ich wieder leveln soll, wenn der nie was weiß. Aber okay. Fire. Machen wir das mal da drauf. Alter, die trifft auch nicht, ey. Was ist denn los hier, Mann? Wollt mich doch ärgern, oder? So, ich habe jetzt einen neuen Plan. Versuchen wir das mal. So. Das geht nicht. Das geht auch nicht, okay. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen nach vorne gehen. Bringt uns aber auch nicht viel. Oh, Fenric hat ja auch noch nichts gemacht. Sehe ich gerade. Okay, dann heben wir den mal hoch und werfen den nach vorne. Dann müsste der ja eigentlich wenigstens einen töten können. So. Perfekt, immerhin den einen getötet noch. War eigentlich keine so gute Runde. Das hätten wir taktisch, glaube ich, besser angehen können. Oh, was macht denn jetzt den Scheiß? Okay. What the fuck? Ist klar hier. Hier, der ist tot. Perfekt. Machen wir erstmal... Der darf erstmal den da töten. Kannst du dann nach vorne moven, kannst den da angreifen. Dasselbe macht der Fenric auch. So. Und du zauberst dann. Wenn du dich da hinstellst und jetzt den Zauber machst. Und dann gucken wir, was passiert. Oh, das war ein schöner Crit. Ein Feier tötet ihn, perfekt. Kriegst du sogar ein Level up. Sehr schön. Stage clear. Kriegen ein bisschen Geld. Können sie jetzt so einen Pilzkopf da machen. So einen Pilzmann. Gut, gut. Er sagt gute Neuigkeiten. Ein neues, ja, Future. Also ein neues Möglichkeit ist jetzt im Campaign HQ verfügbar. Feature, sounds interesting, also klingt interessant, soll mehr erzählen. Er sagt, es ist das Beste, wenn wir es selber sehen. Also fragt, ob wir reingehen sollen. Machen wir das doch mal. Bin ich mal gespannt, was wir da jetzt kriegen. Wahrscheinlich dieses Kerle machen. Okay, wir können also böse Symbole irgendwie platzieren. Er sagte, böse Symbole sind halt Gebäude oder Fabriken oder sowas, dass die nützliche Effekte produzieren. Können also eine Base stellen. Okay, also er sagte, wir können die Effekte bekommen von den Symbols, also von den Symbolen, bei wenn wir die halt auf diese freigeschalteten Flächen platzieren. Okay, wir sollen als erstes diese Aura-Pyramide setzen. Er sagt, eine bestimmte Menge an Land ist nötig, um das Ding zu platzieren. Und man kann es nicht platzieren, wenn ein Charakter im Weg ist. Okay. Okay, er sagt also, im Fall der Aura-Pyramide brauchen wir nur ein einziges Feld von Land. Sollen das jetzt mal ausprobieren. So, okay. Okay, also er sagt, das Ding ist platziert. Das ist aber nicht genug, um den Effekt zu bekommen. Ob wir das, also das gelbe, die gelben Felder neben dem Symbol, fragt er, ob wir die sehen können. Also das ist die Effekt-Range, also die Reichweite des Effektes. Und es wird auch böse Fläche oder so, der Evil Area genannt. Also nur die Charaktere, die da drin stehen, bekommen halt den Effekt. Und er sagt, wir sollen halt versuchen, die Charaktere da reinzustellen, um halt den Effekt zu bekommen. Also es passiert hier alles nur automatisch, falls ihr euch wundert. Okay, also er sagt jetzt, selbst wenn der Charakter nicht kämpft,
wird er automatisch 50% vom Mana bekommen. Ja, von allen Charakteren, die da in dem Feld halt sind. Wir sollen wirklich aufpassen bei den Platzierungen von den Teilen, um möglichst effektiv die Effekte zu nutzen. Da sagt, hier ist noch ein anderer Spezialeffekt, was auch mit diesen Symbolen zu tun hat. Nachdem er so ein Ding platziert hast, kann man einen Führer zwischen den Charakteren in der Reichweite wählen. Und der Leader, also der Führer, wird Statusbonus bekommen für jeden anderen Charakter, der da in Range ist, und wird dadurch stärker. Okay, also und der Charakter hat die Möglichkeit, also der Leader, Magie von einem anderen Charakter, der in derselben Reichweite ist, zu benutzen. Er sagt halt auch, dass es mit den beiden Systemen dann nochmal viel größere Strategiemöglichkeiten sind und das Riesenvorteil im Kampf sein können. Ja, es schaut in unsere Zukunft und sieht schon unseren Erfolg quasi. So, jetzt sollen wir das einfach mal machen, denke ich. L2. So. Wie machen wir das denn hier? Ach, hier, Blaze Evil Symbol. Das ist also, das hier ist die Base, das sie haben ja schon platziert. Ich würde einfach mal sagen, wir stellen das Ding genauso wie es war. Was bringt denn das? Das ist eins der mysteriösesten Plätze in der ganzen Netherwelt. Alle Mitglieder, die da drinnen stehen, also in diesen weißen Flächen, bekommen 50% von dem Monster, das getötet wurde. Wenn einer von den Charakteren, der in dem Feld steht, einen tötet. Okay, das hier ist eine Trainingsarena für Prinnies. Alle, die da drinnen stehen, kriegen 10% mehr EP. Okay, machen wir das so einfach mal. Die Frage ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinstelle, dann habe ich ja da so ein Doppelfeld quasi. Hier. Okay, dann gucken wir einfach mal. Wie mache ich denn das? So. Ich würde gerne irgendwie einen woanders da hinstellen. Wie mache ich das denn nochmal? Wie machen wir das denn hier? Okay, da können wir hinmoven. Vielleicht haben wir einfach gerade niemanden, den wir da hinstellen können. Okay, das wäre natürlich ein bisschen uncool. Also das L, das sind dann immer die Felder für den Leader, scheinbar. Gucken wir nochmal hier. Okay, hier kann man die scheinbar ändern, wer auch immer wo steht. Okay, dann stellen wir den mal dahin, den Brinny. Den lassen wir mal da stehen und den lassen wir auch mal hier. Dann tun wir den hier aber da auf den Leaderplatz stellen. Und die beiden brauchen definitiv das Mana, der braucht es eher nicht. Ich denke, das passt dann so. Dann würde man sagen, gehen wir zurück zur Base. Okay, es sind also im Senat neue Fähigkeit-Dinger freigeschaltet worden, die man ja bestimmen kann. Ich habe es jetzt nur nicht wirklich lesen können, das ging dann doch ein bisschen fix. Guck mal nochmal wegen Waffen und sowas. Gucken wir mal. Ich hätte gerne ein Schwert. 20 Attack haben die. Kann ich mir das angucken? Dry, okay. Da würden wir sogar was verlieren, also das bringt nichts. Gucken wir mal hier. 16 Attack, 5 Int. Der hat einen Rest, die anderen nicht. Nehmen wir das hier am besten.
guck mal, was bei dem hier aussieht. Das ist sogar schlechter. Beginner-Dinger, die sind ja noch schlechter. Die haben 20 Angriff. Was ist der hier? Das ist wieder was anderes. Das ist ein Speer, das sind Bogen. Gucken wir mal bei der anderen hier. Wo ist er denn hier? Der ist schlechter, okay. Irgendwie haben die Waffen hier keine wirklich guten Werte. Gucken wir mal hier mit der Waffe. 27, das sieht ganz gut aus. Gucken wir mal. Wo ist er denn hier? Boah, die ist gut, die kaufen wir. Okay. Dann gucken wir mal, ob er die jetzt auch anhat. Wir machen das Equipment. Ein Gunner. Okay, der hat die auf jeden Fall an. Das ist gut, dann gucken wir jetzt immer nach Armor. Okay. AP 7, Special 2. Gucken wir einfach mal. Versuchen wir das mal. Das hier wird 13 Def erhöhen. Das wäre eventuell ganz gut. Kriegen aber 26 HP weg. Halten wir das erstmal. Gucken wir erstmal, ob irgendjemand was noch nett anhat. Hier, du hast da noch nichts an. Dann ziehen wir dir erstmal das an. So. Dir genauso. Kriegt ihr das erstmal voll gekauft. So, dann reicht es, denke ich. Und dann würde ich sagen, was gibt's hier noch zu kaufen? Okay, er sagt, hier gibt es also Heil-Items. Das ist der Gemischtwarenladen quasi. Gucken wir mal, was der so hat. Hard Candy, XP Potion. Okay. Mana Pots. Ich glaube, wir kaufen mal einen Mana-Pot und kaufen hier eine Garlic, will ich natürlich so ein Candy noch haben. Und das reicht dann auch schon wieder. Dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Und dann beenden wir die Episode auch an dieser Stelle. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.